Und guten Tag, wünsche ich, Leute, und willkommen zur nächsten Folge der unmenschlichen Map der Unmenschlichkeit. Und wir haben in der letzten Folge uns sehr, sehr stark halt dadurch weitergeholfen, dass wir. Was ist denn da? Eine 4. Ah, wir sind Etage 4. Wir haben in der letzten Folge sehr, sehr stark, glaube ich, weitergeholfen, dass wir uns an bestimmten Orten halt abgesaved haben mit Teleportation. Ich hoffe, die Map wird jetzt eine Wende nehmen, weil wir haben in der letzten Folge schon gesagt, wenn die so weitergeht, können wir nicht weiterspielen, weil es ist halt einfach. Also diese Sachen hier waren unmenschlich, aber ich glaube, also so wie es jetzt aussieht, ändert sich das Konstrukt ein bisschen, deswegen hoffen wir einfach mal. Okay. Gut, Revi, wie geht's dir? Ich bin schon bei den Leitern. Mir geht's ganz gut, ich bin ein bisschen gestresst. Eben, dieser Sprung ist halt auch schon echt assi. Okay, okay. Okay. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was denn? Runtergefallen. Okay. Hä, du kannst den Sprung voll gut. Ich kann ihn nicht so gut. Ah! Du musst aber immer weiter double tappen, so. Ja? Auf der Taste. Spam. Ja, okay. Spam ist immer gut, oder? Mach ich immer in deine Kommentare. Immer abonniert Revinzeit, schreibe ich. Nice. Aber nicht unter meinen Videos, ne? Machst du bei vielen YouTubern, ne? Hab ich schon gesehen. Mhm. Da kommen die Hälfte deiner Abonnenten. Bei Gronkh bin ich zum Beispiel geblockt. Und bei PewDiePie auch, ja. Mann! Ich hab wieder so ein Syndrom. Was denn? Ich hab wieder schon wieder so ein Syndrom. Ist der junge Mann, Alter. Dieses Buch, Alter, dieses Überleben wäre ein richtig cooler Typ. Ich hoffe, du bringst es wirklich raus. Mit meinen ganzen Zitaten oder was? Ja, die sind so super. Okay, ich bin an den Leitern. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich hab's nicht geschafft. Auf die Leiter zu springen? Ja. Das habe ich geschafft, doch, doch. Du bist halt auch der Pro. Ich bin halt einfach der Pro. Dir kann man halt auch nichts vormachen, wenn es um Jungle Run geht. Ja. Das ist halt so, weil Revi kann man nichts vormachen. Ah, ich hab abgerutscht von der Leiter, die kleine Fotzenleiter. Man kann ja sagen, was man will, Simon, aber ich lerne gut dazu. Das stimmt. Ich habe so das Gefühl, ich verlerne Dinge. Also es wirkt auf jeden Fall jetzt schöner. Es wirkt schöner als vorher. Ich glaube, in dem Punkt hat er gedacht, Menschlichkeit siegt. Wo ist denn der Spaß? Ich schon wieder weg. Simon, den gibt's ja auch bei diesem Level gar nicht. So eine Minute Aufnahme, so, wo ist der Spaß? Ach. Ja, wo ist er? Komm schon. Ja. Wenn wir einen Abschnitt pro Aufnahme, pro Folge schaffen, ey, sind wir gut dabei, ne? Das stimmt wirklich, ja. Es ist wirklich bei diesem Jump'n'Run so. Wenn wir einen Abschnitt pro Folge schaffen, sind wir echt gut dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Sprung hier ist random. Okay, wenn jetzt. Ja, okay. Konzentrieren. Ich habe so Kopfschmerzen. Das fällt das Konzentrieren halt einfach schwer. Mann, ich war da fast ganz oben und bin ich ramm runtergerutscht, Mann. Immer diese Eckleiter-Scheiße. Okay. Ey! 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 Ja, Blay! Ich war gerade fast wirklich ganz oben, Simon, ne? 1000% safe. Ich war schon bei der zweiten Leiter, die man hier sehen. Ne, bei der dritten sogar. Hast du noch einen Schluck von dieser... Nee. Du hast natürlich deines komplett alleine ausgetrunken, ey. Nein! Ja, ich bin drauf! Das ist doch nicht so schwer. Hä? Ich fand's schon schwer. Wir machen schon wieder Process, Leute. Das Ding ist, dass du halt diese... kannst du mir einfach einen Gefallen tun, Simon? Ich war wirklich fast ganz oben. Ich war beim vorletzten Leiter oder sowas. Da bin ich abgerutscht. Kann ich mich gleich zu dir teleportieren, weil ich kann diese Leiter-Dinger um die Ecke immer noch nicht richtig. Okay, komm nochmal auf die Leiter drauf, dann ist es okay. Auf die unterste? Ja. Das ist kein Ding. Aber es bringt dir nichts, wenn du dich darüber teleportierst, wenn du danach runterfällst, ne? Wenn du danach runterfällst, bringt dir nichts. Okay, wenn du einen Teleport... Du kriegst einen Teleport und ich krieg auch einen Teleport dafür, okay? Ja. Du hättest dich ja eben sogar schon zu mir teleportieren können, als ich fast ganz... Oh, bin runtergefallen, leider. Aber ich habe den Sprung geschafft, aber bin ich runtergefallen. Ach Gott. Nein, warum rutscht man denn ab bei der Leiter? Wieso sind die Leiter mit Butter eingeschmiert? Nee, mit Leitgel. Alter, ich will das nicht, dass da Butter drauf ist. Das ist nicht vegan. Hätte nicht Margarine nehmen können, die schmiert nicht so. Und... Ja, ich hab's geschafft. Okay, es ist auf jeden Fall viel, 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 viel humaner,
als das davor. Viel, viel humaner. Weil danach sehe ich schon den nächsten... Oh, jetzt schaffe ich das schon wieder nicht, Mann. Ich war eben so gut und jetzt, das ist immer so, den ersten First Run, wenn ich den gut mache, dann verkacke ich danach wieder komplett. Das hatte ich doch beim ersten Mal auch so. Mhm. First Try bin ich meistens sogar besser als du. Ja, das stimmt wirklich. Du hast dieses... Aber dann hört irgendwie mein Gehirn auf zu arbeiten, weil es denkt, du hast doch schon alles, was du willst. Das stimmt aber nicht, Gehirn. Ach so, da ist ein Stoßkopfblock. Ach so, habe ich eben gar nicht bemerkt. Ja, ja, da bin ich nämlich bei dem vorletzten Ding nicht abgerutscht von da oben. Yes! Okay, warte, ich komme. Hä? I'm coming. Du kannst nicht einfach kommen. Nein, warum? Gut. Ich bin runtergefallen, leider. Nein, du hättest früher. Verarscht. Warum bist du nicht früher gekommen? Wieso bist du nicht. Du musst auch mal warten können, du Spackenkind. Nö, nö, nö. Mach mal selber wieder Progress, Alter. Du kannst dich nicht. Hey, mach ich doch schon die ganze Zeit. Ich rutsche nur immer bei der einen Leiter ab. Mann, ich hab das doch eben so gut gemacht. Bitte. Gehirn! Oh, yes. Bin der Leiter. Komm rauf. Komm rauf. Den Teleport kannst du haben. Komm. Den brauche ich nicht. Den krieg ich. Ja, dann nehme ich ihn nicht. Du wirst ihn eh nehmen, wenn du jetzt runterfällst. Ich sag's jetzt schon voraus. Der Revi, der hat einen Teleport genommen. Ja, da, fideralala, fideralala. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oh, oh, er schreckt mich nicht so. Hauptsache, er gönnt sich jetzt erstmal. Du musst aber jetzt sagen, so Respekt, dass ich hab's hier. Den Part musst du mir, den hab ich auf meine Kappe genommen, ey. Ey! Mann, ich weiß, wie es geht. Bleib da oben, okay? Hab's doch schon geschafft, Revi. Ja, easy. Einmal Respekt bitte äußern, danke. Hä, du kannst aber auch mal Respekt für meine Zaunsprünge dann äußern. Ja. Ja, gut. Gut, wir schaffen in dieser Folge scheinbar mehr als einen Abschnitt. Revi, du musst, ich glaube, du musst dir hier Jump Boost holen, weil es sah nämlich so aus, als wird man nicht ohne. Da. Du hast Jump Boost? Ich habe auch Sprungkraft. Schnell. Das hier kann man nur mit Sprungkraft schaffen. Oh, shit! Hohoho, ist das crazy. Oh, okay, das wird... Ich glaube, das wird cooler jetzt. Ich glaube, es wird cooler. Mach mal Time-Save. Oh, das ist richtig hart. Time-Set 0. Ich glaube, es wird jetzt richtig cool. Going up on a Tuesday. Oh, yes. War gerade schon bei dem fünften oder sowas, bei dem fünften grünen. Ey, das finde ich richtig cool. Ich glaube, jetzt wird es echt cooler. Ja, es wird nice, Revi. So, jetzt ist auch Feierabend mit Teleportieren. Den musst du selber schaffen, den Progress. Oh, stimmt, das wird dann mega hart. Um die Ecke. Hä? What the fuck? Oh, der ist aber... Das muss ich ganz ehrlich sagen, es fängt jetzt wieder an, geil zu werden. Denn es ist nicht einfach nur die ganze Zeit nur stumpfes Jump'n'Run. Sondern es ist jetzt auch ein bisschen... Ist das auch ein bisschen was halt... Was das Neues, weißt du? Oh, nice. Ey, das ist richtig geil. Ich finde das... Jetzt feiere ich es wieder. Ich finde Jumpus mega behindert. Nee, ich finde es nice. Ich bin durch. Ich komme auch nicht hier rein. Weil der Jumpus lässt mich nicht hier rein. Egal. Sprungkraft vorbei. Das schaffst du, Revi. Das schaffst du. Hey, wieso hast du das schon wieder Nacht gemacht? Weil ich mich kurz ins Bett gelegt habe. Oh, Junge. Da kommt direkt das Ding. Das schaffst du. Mann, ich rutsche aber immer ab, weil die Tastatur kaputt ist. Ich sag's dir doch. Oh, Arsch, Alter. Ohne Spaß, dieser Wichser soll... Was für die Fresse halten, die das gebaut hat, Mann. Aber wieso denn? Das ist doch ein netter Typ. Ui. Aber das müssen wir zusammen machen. Ich warte jetzt sogar auf dich. Beim nächsten. Das müssen wir zusammen machen. Das ist nämlich, ich glaube, es wird jetzt... Ey, das wird jetzt so ein Rennen. Das ist so cool. Komm, Revi. Das um die Ecke springen, das ist. Ich finde das. Wo muss ich jetzt hin? Du musst richtig um die Ecke springen, richtig weit. Mit ein bisschen sprinten und dann um die Ecke springen. Das schaffst du mit dem Jump Boost aber. Ja, genau, als ob! Schaffst du. Wie behindert ist das denn? Sag doch bitte nicht immer behindert, Revi. Einfach übertreiben mit so einer Scheiße, Alter. Ehrlich. Hä, das fand ich überhaupt nicht übertrieben. Es ist total übertrieben. Nein, fand ich nicht. Ich fand das voll cool. Voll fair. Ja, du kannst aber auch nicht sagen, weißt du, ich finde halt andere Sachen einfacher. Zum Beispiel diesen ersten Sprung. Das war wirklich nicht so ein Riesenproblem.
Och Mann, das macht überhaupt keinen Bock. Hä? Weil ich jetzt weiter bin, deswegen, ne? Deswegen nee, weil es einfach scheiße ist. Du könntest doch vor mir hinter mir sein, ich hätte keinen Bock mehr da drauf. Och Mann, du Querulant, Alter. Du bist ein richtiger Querulant. Weißt du, wer das ein Querulant ist? Ja, doch, so ein Typ. Wie wird das denn geschrieben? Querulant. Guck mal, ich hab's schon wieder. Ich hab's. Warte. Also, ich finde, das ist wirklich das Einfachste, was du bist. Ich find's nicht einfacher. Wieder durch. Bin wieder durch. Ich verstehe den ersten Sprung ja nicht mal. Ich hab's wieder geschafft, ohne runterzufallen. Ja, freu dich halt was drauf, aber es ist ja. Ja, darüber freue ich mich auch mal. Das ist mal richtig nice. Boah, Mann, Alter! Ich nehme gleich einen Hammer und hau dieser Maus rum. Ach, das Musik in meinen Ohren. Oh, jetzt ist wieder. Es fängt wieder an, Castle Rushig zu werden. Nice. Nice. Hey, ich gehe jetzt gleich einfach, Simon. Dann kannst du alleine weitermachen. Nice, ja. Oh, ja, gut. Alter! Oh, bitte mehr, bitte mehr. Ich schwöre es dir, Simon. Ich mach gleich einfach aus und dann komm ich nicht mehr wieder. Das ist ja dein Ding, du musst ja warten. Ich muss ja ganz kurz mich muten. Microphone muted. Lass mir einfach mal irgendwie eine Minute lang reden und gucken, was er macht. Ich sag einfach mal nichts dazu. Microphone okay, sorry. Activated. Musste gerade übelst furzen. So. Ich komm nicht, Simon. Brauchst du gar nicht warten. Ja, das ist eine Scheiße, die der hier gebaut hat, Mann! Der dumme Spasti, Alter! Der funktioniert nicht, der Sprung, Simon. Der geht nicht! Junge, kannst du gleich wieder mit mir reden? Kannst du jetzt gleich mal am Arsch lecken, Simon, Alter. Hast du nicht gefurzt? Du wirst deinen Zuschauern gesagt haben, passt mir auf, und jetzt machen wir das so? Jetzt sagen wir nämlich gar nichts mehr. Während der dumme Spacko die scheiß Sprünge da versucht, weil das ist noch schlimmer für den, als es so wie ohnehin schon ist. Weil das ist lustig. Ich hab keinen Bock mehr! Du wirst es nicht schaffen. Oh Simon, halt die Fresse, ehrlich jetzt, Mann. Du gehst mir so auf den Sack mit deinem dummen, überheblichen Scheißgelaber, Mann. Dir noch keiner die Zähne rausgeschlagen hat, ne? Ja, es ist doch wahr. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt kommt dieser Ranch of the Day-Moment, wenn Revi mal wieder ausrastet. Das, Mann! Oh, ist das schön, als du eben gemutet warst. Ich musste deine scheiß Stimme die ganze Zeit nicht ertragen, Alter. Halt's Maul, Simon. Halt du dein Maul. Oh, warte mal kurz. Der Präsident der Vereinigten Staaten angerufen. Er will dich nicht sprechen. Weil du ein Verlierer bist. Er hat aber gesagt, er möchte mit mir sprechen. Moment. Obama? Yes, we can. Tschüss. Du brauchst alles, was du auf Englisch kannst, Alter. Mehr kriegst du ja nicht hin, du Holzgehirn. Ja komm, und er macht den Sprung und er wird es wieder verchecken und er hat es verkackt. Ja, ist mir scheißegal, Simon. Ja, mir auch. Nice, das ist echt. Das macht immer den zweiten Sprung, ich kann es nicht verhindern, ich kann es wirklich nicht verhindern, Simon. Bin leider auch runtergefallen, bin da drunter. Es ist mein Ernst, ich kann es nicht verhindern. Okay. Ja, ich hab's aber geschafft, easy. Easy, sagt er. Ja, es ist ehrlich ein Tastatur. Bleib einfach liegen, bleib mal kurz liegen, leg dich mal kurz ins Bett. Muah, mein kleiner Schatz. Schlaf schön. Bleib jetzt. Das machen wir in deiner Folge. Gut. Nee. Er rennt einfach ohne Speedbooster lang. Richtiger Revi. Revi. Okay, wir sehen uns. Was macht dieser Typ da? Was macht er da? Du wirst gleich wahrscheinlich lange Sprünge haben, wo du nicht weiterkommst ohne Speedboost. Ja, werden wir sehen. Okay, wir werden es sehen. Ja, okay, habe ich, am Ende. Hat's wieder. Halt's mal wieder. Maul. Okay, gut, Leute.
Das Rennen hier werden wir gleich auf Revis, also morgen werdet ihr es bei Revi um 18 Uhr sehen. Es war, es war eine harte Zeit, eine schwere Geburt. Es tut mir leid. Schwere Geburt mit deinem Wasserkopf, du Stück Scheiße. Das geht zu weit. Weißt du, was zu weit geht? Dieses Jump'n'Run. Lass unsere Freundschaft, du Arsch. Wir haben keine Freundschaft. Bitte red jetzt noch nicht immer wieder ein. Weißt du, was eine Freundschaft ist, wenn ich dich hier runterprügel? Okay. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich fand den Part geil. Ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand's geil. Dieses Boost-Jump, dann fand ich mega geil. Ich hätte da so easy durchgekommen. Ja, ich bin da voll schnell durchgeflitzt. Voll ja, easy. Halt's mal. Easy war's. Gut. Ja, okay. Wir sehen uns morgen und dann gucken wir mal, was das Wettrennen, was das bedeutet. Haut rein. Ich glaube, wir sind kurz vorm Ende. Haut rein. Ciao.